Was treibt junge Leute in die Politik und speziell zur AfD? Das ist Thema unserer heutigen Gesprächsrunde und damit herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich begrüße natürlich auch meine Gäste, zu meiner Rechten Carlo Clemens, dann Zacharias Schalay und Angie Seli-Zacharias. Und ich würde mal sagen, Ladies first, Angie, du bist ja, oder ihr drei seid ja Landtagskandidaten für die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen im Mai. Wo drückt denn der Schuh in Nordrhein-Westfalen oder was ist dir denn wichtig, warum kandidierst du für die AfD? Als eine Kandidatin aus dem Ruhrgebiet, anders als meine zwei Kollegen, habe ich da natürlich einen anderen Themenschwerpunkt. Das ist bei uns im Ruhrgebiet natürlich ganz klar das große Thema Integration. Themen wie innere Sicherheit rund um das Thema Clankriminalität und nicht zuletzt Armutszuwanderung, Sozialmissbrauch. Das sind wirklich bei uns die drängenden Themen und auch meine persönlichen favorisierten Themen für die Landespolitik. Also nun ist es ja zur Landtagswahl, gibt es immer viele verschiedene Themen. Zacharias, du bist vor allem im Bereich Umweltpolitik tätig. Wärst du da nicht eigentlich bei den Grünen besser aufgehoben als bei der AfD? Immer die charmanteste Frage an AfDler. Immer gern. Nein, sicherlich nicht. Also was die Grünen machen, ist das Gegenteil von Umweltpolitik. Aber nichtsdestotrotz sollte man sich vergegenwärtigen, dass die Idee, die Natur zu schützen, eigentlich eine genuin konservative ist. Schon vor über 100 Jahren haben das konservative Leute sich ausgedacht, dass man angesichts der Industrialisierung und der Zerstörung der Landschaft und Natur da was gegen machen müsste. Und ich denke, diese Wurzel sollten wir wieder aufgreifen. Und wie willst du das konkret schaffen? Weil wenn man sich jetzt so die Medienberichte anschaut, ist es ja eben noch nicht direkt mit der AfD verbunden. Was sind da deine konkreten Forderungen oder Lösungsansätze? Ja, man verknüpft das Naturthema mit der Identität. Also die Natur, die wir sehen in Deutschland, die hat ja unsere Identität geformt. Und die Grünen zerstören diese Identität, nicht nur durch ihre Genderpolitik oder durch andere Politikansätze, die sie da auf dieser linken Ebene verfolgen, sondern beispielsweise auch durch die Energiewende, ne, Windkraftanlagen in den Wäldern, die der Natur zerstören oder andere Dinge. Also da kann man sicherlich viele Punkte aufgreifen, vor allen Dingen die Bigotterie der Grünen anzugreifen, halte ich da für einen guten Weg. Es ist ja auch ein Thema, wo man vielleicht doch den einen oder anderen jungen Wähler von Fridays for Future doch überzeugen kann, dass grüne Politik nicht gleich gute Umweltpolitik ist. Ich glaube nicht, dass man die Fridays for Future Kids noch irgendwie überzeugen kann. Aber ich könnte denke, deine Aufgabe sein als junger Kandidat unter 30, wenn es ist ja ein doch wichtiges und mediales Thema. Also ich denke, wir müssen auf jeden Fall eine eigene Erzählung zum Umweltschutz anbieten. Da das Thema so virulent ist, wir sehen es bei den politischen Präferenzen, Klimaschutz, Umweltschutz, Naturschutz ist immer unter den Top 10. Ich denke, da müssen wir auch was Eigenes anbieten, was darüber hinausgeht, dass wir das Gegenteil der Grünen nur sind. Also das Gegenteil der Grünen. Bin gespannt, ob das dann auch so durchkommt dann im Landtagswahlkampf, wo wir gerade bei Fridays for Future schon waren. Carlo, bist ja auch ein junger Kandidat von der AfD in Nordrhein-Westfalen und gleichzeitig auch Bundesvorsitzender des Jugendverbandes. Was ist dir denn so wichtig, beziehungsweise wie würdest du denn die jungen Wähler erreichen, jetzt auch unabhängig von dem Umweltthema vielleicht? Ein wichtiges Thema ist auch die Bildungspolitik. Die AfD ist die einzige Partei, die sich wirklich... Typisch Lehrer, die Aussage, ja, dann den beruflichen typisch, Hintergrund. Typisch Lehrer. Die AfD ist die einzige Partei, die sich authentisch eben für das mehrgliedrige Schulsystem stark macht, die sich für ein ausdifferenziertes, aber weiterhin durchlässiges Schul- und Bildungssystem stark macht, die jetzt auch im Bereich der Hochschulpolitik alte deutsche Bildungstradition wieder hochleben möchte. Wir haben ein total verkorkstes Bologna-System im Hochschulbereich. Also da gibt es sehr viele Punkte, Angriffsflächen auch, wo wir unseren politischen Gegner stellen können. Also nun seid ihr alle drei Kandidaten eben und hattet im Vorfeld auch schon viel gemacht in der Partei, sitzt ja alle auch im Stadtrat in euren jeweiligen Städten zusammen. Wie erlebt ihr denn jetzt den Wahlkampfmoment? In 4 Wochen wird ja ungefähr gewählt. Wie ist da die Stimmung bei euch in Nordrhein-Westfalen oder wie läuft der Wahlkampf bei euch im Moment? Ja, vielleicht mache ich ganz kurz den Aufschlag. Wir hatten jetzt am vergangenen Wochenende unsere Auftaktveranstaltung in meinem Wahlkreis sogar, mitten in Gelsenkirchen im südlichen Wahlkreis. Und ich glaube, ihr werdet mir zustimmen, das war eine Bombenstimmung. Ich glaube, wie wir sie lange nicht mehr hatten. Wir haben da Alice oben... Weidel war ja zu Gast. Richtig, ne? Frau Weidel war vor Ort und ich glaube, ihr hat es auch ganz gut gefallen. Für westdeutsche Verhältnisse wurde sie einfach verdammt herzlich aufgenommen. Wir hatten ein klassisches Original, einen Steiger, der dort gesungen hat, richtige romantische Ruhrgebietsmusik und dann haben wir alle zusammen auf der Bühne getanzt und das muss man sich auch mal vor Augen führen. Wir hatten dann wirklich am Anfang, fing es an, es war sonnig, herrliches Wetter, trotz der Kälte und dann zwischendurch kam starker Regen auf, es hagelte windig und es ist fast die Technik um die Ohren geflogen. Das passt aber die Leute, zu der heutigen Zeit, es ist stürmisch. Ja, richtig, aber die Leute sind dann wirklich
stehen geblieben, ja, mit ihren Schirmen bei der Kälte, die sind nicht von der Stelle das hat mich total überrascht und ich habe mir gedacht, wow, also was für ein Elan da auch bei diesem Wetter dann vor Ort zu bleiben und nicht die Fliege zu machen. Also ich war rundum sehr zufrieden und ich denke, das war ein gelungener Auftakt und so kann das weitergehen. Wobei man ja, Alice Weidel kommt ja aus Ostwestfalen ursprünglich. Ich glaube, man hat ja am Anfang schon ihre leichte Irritation angemerkt, als dann dieser Original-Ruhrpott-Steiger da erstmal mit seiner E-Gitarre losgelegt hat. Aber das hat es ja umso sympathischer gemacht. Ich finde in meinem Wahlkreis, das ist ein bisschen ländlicher im rheinisch-bergischen Kreis, ein guter Indikator ist immer, wie viel man beleidigt wird beim Plakatieren. Und ja, ich bin fast jeden Tag... Du hast jetzt ein Bild gepostet vom Plakatieren. Ich bin fast jeden Tag auf der Leiter tatsächlich. Und ich habe bisher noch keine einzige Beleidigung erfahren aus einem Auto. Also das ist für mich ein Indikator dafür. Einerseits, dass es ein gewisser Gewöhnungseffekt jetzt sich eingestellt hat. Also war das anders in den anderen Wahlkämpfen? Ja, oder? Ja, das war noch zur letzten Bundestagswahl anders. Ich erkläre mir das mit einem gewissen Gewöhnungseffekt. Wir sind da Jahr für Jahr. Man muss mit uns rechnen. Wir sind im Stadtbild präsent durch Infostände, durch Plakatierung, durch Vortragsveranstaltungen, die wir machen. Aber ich werte das auch dahingehend, dass man sagt, gut, die AfD ist ein politischer Mitbewerber, wie jeder andere auch. Und mit uns muss man rechnen. Und wir bieten gewisse politische Themen an, die von den anderen nicht mehr so beackert werden oder gar nicht beackert werden. Und deswegen haben wir auch ein Alleinstellungsmerkmal. Welches Thema da speziell? Na, die Bildungspolitik habe ich angesprochen. Angie hat die Migrationspolitik angesprochen. Unsere Kritik an der Klimapolitik, die ja mainstreamartig von allen Parteien eigentlich so durchgeführt wird. Da gibt es genug Punkte. Ein Satz vielleicht noch oder eine Frage. Du bist ja Lehrer vom Beruf. Ich hatte es ja vorhin schon kurz erwähnt. Merkt man ja an dem Thema, was du gewählt hast. Was würdest du denn der derzeitigen Regierung in Nordrhein-Westfalen bestehend aus CDU und FDP für eine Schulnote geben, wie die in den letzten 5 Jahren gearbeitet haben? Die Sache ist, viele Probleme hat man dort auch erkannt. Das möchte ich denen nicht absprechen. Aber die Resultate sind nicht da. Wir haben einen Lehrermangel, der ist eklatant. Also mehrere tausend Lehrstellen fehlen pro Schuljahr. Wir haben einen extremen Lehrermangel, vor allem in den Berufsschulen und in der Sekundarstufe 1. Also Grundschulen haben wir einen großen Lehrermangel. Wir haben viel zu große Klassen. Wir haben weiterhin... dass es ideologisch vorangetrieben wird, auch von Schwarz-Gelb, diese Einheitsschulen, diese Entwicklung zu Einheitsschulen, diese Entwicklung zu Inklusion, das kritisieren wir ganz stark und wir wollen dahingehend auf jeden Fall eine Lehrstellenoffensive schaffen in NRW. Okay. Ich komme ja nicht aus Nordrhein-Westfalen, deswegen muss ich ein bisschen nachfragen. Ja, gut. Was gibt es denn noch für dringende Probleme? Also immer, wenn ich dann doch mal durch Nordrhein-Westfalen fahre, merke ich, es ist extrem viel Stau, man kommt nicht wirklich voran. Angie, du hast die Entwicklung angesprochen, gerade in den Brennpunktbereichen. Wo drückt noch der Schuh da? Oder was müsste da verändert werden, dass man doch wieder ein positives Gefühl hat und sieht, dass es sichtbar aufwärts geht? Ja, und danke. nun, also wir alle drei sind Kommunalpolitiker. Das ist ja auch etwas, was uns, glaube ich, auch gut in die Landespolitik gebracht hat. Und ich denke, aus unserer Erfahrung aus der Kommunalpolitik können wir, glaube ich, alle drei ganz klar bestätigen, wir haben in NRW einen erbitterten ideologischen Kampf gegen den Individualverkehr. Das ist wirklich ein Dauerbrenner. Also wenn man sich auch vorstellt, was das für den Mittelstand bedeutet. Und da sind wir auch übrigens wirklich, also heben uns auch extrem von der FDP ab, die da komplett mitschwimmt. Und auch CDU. Also das muss man sich. Gerade die FDP, Entschuldigung, wenn ich unterbrechen muss, die hat ja auch zur letzten Wahl schon plakatiert, weniger Staus und man regelt das. Wie hat es denn geklappt in den letzten 5 Jahren? Ja, das ist ja die FDP. Das kennen wir ja nicht anders. Ne? Also die FDP kann sich verdammt gut inszenieren, verdammt gut vermarkten, aber die politische Realität ist da durchaus eine andere. Also ganz klar, der Kampf gegen den Individualverkehr, der wird von dieser Landesregierung mitgetragen, wenn nicht sogar forciert, wenn man sich die Haushaltsposten anguckt und auch die Entwicklung des Haushaltes. Ganz klar, das können wir ganz klar auch belegen. Und da sind wir übrigens auch als AfD in NRW in der Kommunalpolitik ein ganz klarer Verfechter des Individualverkehrs. Wir wollen damit den Mittelstand schützen und natürlich auch dem einfachen Arbeitnehmer, der keine andere Möglichkeit hat, an dessen Seite stehen wir. Vielleicht eine Ergänzung? Also wie du sagst, es ist ideologisch geprägt
und CDU und FDP machen da überall mit. Also wenn ich mir überlege, wo ich im Stadtrat sitze, in Meerbusch, ist eine sehr ländlich geprägte Kommune mit vielen Dörfern. So, da gibt es aber im Haushalt einen extra Posten für die Förderung von Lastenfahrrädern. Da frage ich mich, wer soll denn... Stopp, es gibt einen extra Posten für die Förderung die Hälfte, von Lastenrädern. Die Hälfte des Kaufpreises, das sind meistens so 5.000 Euro, kostet ja so ein Ding, werden dann erstattet wieder. Ja, wer soll sich das denn kaufen in der Realität? Erstmal gut situierte Leute, so Meerbusch ist auch die Stadt mit den meisten Einkommensmillionären Deutschlands, die dann natürlich zum Arbeiten eigentlich nach Düsseldorf pennen und dann ist Meerbusch der Rotweingürtel. Ja, aber den Handwerker, sich der von einem Dorf ins andere soll er mit dem Lastenfahrrad fahren oder die Eltern sollen ihre Kinder auf die 4 weiterführenden Schulen, die es nur gibt, aus den anderen Dörfern mit dem Lastenfahrrad fahren. Also da machen die CDU, die FDP machen da einfach mit. Das finden die nur noch toll, das ist ja eine ökologische Förderung für den Individualverkehr, aber jetzt muss man halt strampeln, anstatt ins Auto zu steigen. Also ich stelle mir gerade wirklich einen Handwerker vor, wie er sein ganzes Zeug da einlädt und irgendwo hinfährt. Also und dann hast du was vergessen, dann darfst du nochmal zurückfahren. Ja, nicht nur die Mobilität wird immer teurer, sondern auch einfach das Wohnen. Also wir sind natürlich als NRW, wir haben 18 Millionen Einwohner, wir sind natürlich ein sehr urbanisierter Raum mit sehr vielen, mit einer sehr hohen Bevölkerungsdichte, sehr großstädtisch geprägt, im Ruhrgebiet vor allem und an der Rheinschiene. Und diese Klimaagenda, die ja auch im Gebäudesektor durchgesetzt wird, sorgt natürlich auch dafür, dass die Baukosten steigen. Wir haben sowieso einen Fachkräftemangel im Bereich der Handwerker, was auch wiederum mit der Bildungspolitik zu tun hat, mit einer gewissen Überakademisierung, die wir haben, dass indirekt propagiert wird. Man wird nur was, wenn man Abitur macht und an die Uni geht. Die duale Berufsausbildung wird vernachlässigt. Also Betriebe klagen über nicht besetzte Ausbildungsplätze. Das ist auch ziemlich fatal. Das ist ein großes Problem in den Städten, wo wir da auch nicht nachkommen oder wo die Antwort der Regierung dann ist, okay, wir werden immer mehr bauen, aber dann kommt man auch wieder in den Konflikt, wo baut man und wie baut man und baut man jetzt jede Grünfläche oder geht das dann mehr in Richtung Innenentwicklung? Das sind Themen, wo wir als AfD auch ganz klar unsere Wählerklientel vertreten müssen. Und da ergeben sich wahrscheinlich noch sehr spannende Debatten im Landtag. Also Stichwort Wählerklientel passt da ganz gut. Man sieht ja doch schon gravierende Unterschiede zwischen den jeweiligen auch Ergebnissen von der AfD. Im Pott in Gelsenkirchen gibt es ganz, ganz andere Wahlergebnisse als zum Beispiel im Münsterland. Wie erklärt ihr euch das denn, dass man da eben in Gelsenkirchen stärker ist als jetzt in Münster oder in Aachen? Ich glaube, das hat einfach mit dem Milieu zu tun, was da lebt. Ne? Also ich in Meerbusch brauche den Leuten nichts über Islamisierung oder Arbeitsmigration zu erzählen. Das gibt es da einfach nicht. Gibt's nicht. Okay. Es gibt in ganz Meerbusch 2 Dönerbuden. Okay. Also die Leute. Zum Vergleich, wie groß ist Meerbusch? Also unter 100.000 Einwohner. Aber doch. Aber es sind halt viele Dörfer, also nur Dörfer und kein Stadtzentrum. Also Gartenstadt Meerbusch, da wohnen halt die Millionäre, die dann nach Düsseldorf pendeln oder so. Verona Feldbusch zum Beispiel. Okay. Aber den Leuten brauche ich nicht mit den Themen ankommen, die Angie in Gelsenkirchen logischerweise vertreten muss. Also da sieht man auch richtig den Unterschied zwischen denen. Also wir haben natürlich auch viel schlechtere Ergebnisse. Liegt einfach daran, dass seit Jahrzehnten, also seit 50 Jahren wird es von der CDU regiert. Und wenn der Bürgermeisterkandidat meine Stichwahl muss, dann ist das schon ein Skandal. Also den Leuten brauche ich mit sowas nicht kommen. Denen muss ich andere Themen setzen. Und dann fände ich es praktisch, zum Beispiel zu sagen, das Umweltthema, was virulent ist, oder der Verlust der Heimat. Wenn man eigentlich ein alte, eingesessene Dörfer mit einer Handwerkerstruktur, mit Landwirtschaft, die da noch sehr präsent ist. Wenn man merkt, dass das immer mehr durch neue Baugebiete zu so einer Trabantenstadt wird, wo dann die Bionade-Bourgeoisie aus Düsseldorf dann hin und her pendelt und dann erzählen sie da was vom grünen Utopia, das sie da errichten wollen, dann kann ich den Leuten immer nur sagen, setzt euch mal nach 18 Uhr in die Straßenbahn, fahrt nach Düsseldorf, das sind nur 5 Haltestellen, dann seht ihr, was auf euch zukommt. Und wie ist dann die Reaktion? Oder nein, ist doch gar nicht so. Blendet man das aus oder will man es nicht sehen? Die meisten, die kommen ja auch aus ihrer Kuppel der Glückseligkeit nicht raus. Also es gibt Supermärkte, die wohnen da nett in ihren Eigenheimen. Ja, wie gesagt, wenn sie dann mal nach 18 Uhr in der Straßenbahn sitzen, dann werden sie sehen, was auf sie zukommt. Ich glaube, das ist auch übrigens was ganz Spannendes, was der Zarias da beschreibt. Ich glaube, dass viele Wohlhabende in Deutschland, wir werden gleich bestimmt auch noch so ein bisschen über das Münsterland sprechen, aber auch Teile des Rheinlandes, ich glaube, viele verstehen gar nicht, dass dieser linke Mainstream der größte Feind dieser Leute ist. Also ich glaube, die wählen eigentlich im Kern gegen ihre eigenen Interessen. Wir als AfD, das wird uns ja in Teilen manchmal vorgeworfen, wir würden die Reichen schützen und begünstigen. Das stimmt nicht. Wofür wir ja im Kern stehen, ist einmal den Mittelstand stärken, ganz klar.
Das ist also den übrigens kleinen etwas, Handwerker, der sich eben doch kennen lassen kann. Genau, diese kauft. Wertschöpfung an der Stelle. Wir sagen ganz klar, ob das der Mittelstand in Gelsenkirchen, bei dir in Meerbusch oder bei dir in Bergisch Gladbach ist, völlig irrelevant. Wir wollen den Mittelstand stärken, weil der Mittelstand ist der Kern unseres Wohlstandes. Das ist ja schon mal eine klare und wichtige Erkenntnis, wird übrigens vom linken Mainstream ja auch verleugnet. Im Übrigen sagen wir aber auch bei dem Thema Reichensteuer, da sind wir ja durchaus auch sehr konstruktiv unterwegs und sagen nicht ganz klar, wir brauchen jetzt hier kein Kapitalismus-Bashing zu betreiben. Das ist auch realitätsfern. Wir müssen schauen, was bringt denn jemand mit einem dicken Portemonnaie, wenn man das so bezeichnen möchte, welche Verantwortung muss diese Person tragen? Welche Maßnahmen müssen diese Menschen ergreifen, um tatsächlich auch diesen Wohlstand zu erhalten? Das ist ja auch nicht immer alles so einfach, wie es scheint. Aber im Kern wählen diese Leute, die dann ja gerne Großspenden an die Grünen und die FDP tätigen, wählen sie im Kern gegen ihre eigenen Interessen. Und wir schauen da genüsslich bei zu. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, mir macht das manchmal auch wirklich Spaß, dabei zuzuschauen, wie dann der ein oder andere Großspender dann im Nachgang einer Wahl sagt, ach, ich glaube, das war die falsche Entscheidung, weil jetzt sehe ich, gut. Also hast du schon solche Erfahrungen erlebt oder solche Momente? Letztens habe ich noch einen ganz interessanten Artikel in der Welt. Das war irgendein, ich weiß jetzt gar nicht mal den Namen, irgendwie ein IT-Crack, der dann plötzlich sagte, oh, ich glaube, da habe ich gegen meine Interessen gespendet. Dachte ich so, wow, schön, dass Ihnen das jetzt einfällt. Aber immerhin kommt die Erkenntnis. Kommt spät, aber genau. Kann ja helfen. Genau, also ich denke, das ist auch ein Prozess, der uns vielleicht oder dahingehend verhelfen könnte, dass einige aufwachen. Aber vor allem auch, dass die Erkenntnis eintritt, dass dieser aggressive Mainstream, linke Mainstream, der übrigens auch immer aggressiver wird, ich sage nur letzte Generation und so weiter, das sind ja jetzt Entwicklungen, die gehen ja wirklich ins Radikale hinein, dass das uns durchaus auch in unserer Politik behilflich sein könnte. Also NRW ist ein sehr polarisiertes Bundesland. Also wir haben einerseits diese großen Ballungsräume, aber wir haben natürlich auch sehr ländliche Bereiche, wie eben das Münsterland, wie das Sauerland oder das Siegerland. Fakt ist, egal ob städtisch oder ländlich, die AfD ist eine sehr bodenständige Partei. Das heißt, Angie hat das Handwerk angesprochen. Also das Handwerk ist der größte Arbeitgeber in ganz NRW. Also 99% aller Unternehmen in NRW sind kleinere und mittlere Unternehmen sozusagen. Ja, die bilden 70% aller Azubis aus. Also während viele Parteien wie die Grünen oder die FDP Klientelparteien sind, die ganz klar im urbanen Akademiker-Milieus verhaftet sind, würde ich schon sagen, die AfD ist die Partei des Mittelbaus. Das merkt man ja nicht nur an dem Durchschnittsalter unserer Wähler an dem Durchschnittsbildungsabschluss unserer Wähler. Wir sind immer die Mitte. Ja, und ich sehe uns klar als Partei des Mittelstands und als Partei der kleinen Leute. Und das kann genauso gut der Handwerksmeister im ländlichen Raum sein, wie auch der Facharbeiter in der Industrie im Ruhrpott beispielsweise. Wir haben immer noch über 1 Million Beschäftigte in der Industrie. Ja, und da muss man auch ganz klar sagen, die AfD ist die einzige Partei, die sich da keine Illusion macht, was die Energiepolitik angeht. Das Wall Street Journal hat die deutsche Energiepolitik als dümmste Energiepolitik der Welt bezeichnet. Wir sind das einzige Land der Welt, das aus Kohlekraft und Kernkraft gleichzeitig aussteigt und dann meint, alles mit Windrädern klären zu können. Also ich weiß nicht, ob Zachi so begeistert wäre, wenn wir jetzt da unsere schönen Kulturlandschaften da mit Windrädern zupflastern. Wir waren ja erst kürzlich im Reinhardswald in Hessen, wo eben bei der Aktion, genau, die ihr da gemacht hat, mit der Jungen Alternative. Und ich meine, dort sollen auch weite Teile dieses Urwaldes mit teils jahrhundertalten Buchen und Eichen abgeholzt werden für 18 Windkraftanlagen. Und in Hessen regieren die Grünen. Ja, und die machen sowas. Und die würden am liebsten das auch in NRW machen. Die reden ja jetzt schon davon, die wollen Abstandsflächen reduzieren, damit sie möglichst viel Freiflächen mit ihren Windrädern zuknallen können. Das kommt dann hinzu noch zu dieser bescheuerten Subventionierungspolitik von unten nach oben, weil wenn wir bei den E-Lastenrädern sind, und bei mir im Kreis werden die auch zu 50% subventioniert, da muss die alleinerziehende Kassiererin Zahnarztfrau ihr Lifestyle-Spielzeug da mitsubventionieren. Und das für diese Leute machen wir nicht Politik. Wenn ich sage, ich will diese Lastenradförderung streichen, dann sage ich das nicht, weil ich so umweltschädlich bin. Ich fahre auch gern Fahrrad. Ich fahre sogar gern Lastenrad. Aber ich finde nicht, dass quasi der
Mittelstand, dass der einfache Bürger das subventionieren muss, diese ideologische Politik. Also soll jeder, wenn er es haben möchte, selber kaufen, ohne Subvention. Genau, ja, in dem Bereich. Das zeigt sich ja, grün sein muss man sich leisten können. Wie sagt Hofreiter, wenn ihr kein Geld mehr für Benzin habt, dann kauft euch doch ein E-Auto. Klar, also, bei 40.000, 50.000 für so ein E-Auto. Und das Ganze halt immer mit einer Bigotterie. Alle sollen jetzt mit Solarzellen und Akkufahrrädern rumfahren. Ja, wie wird denn der Rohstoff dafür abgebaut? Irgendwo in der dritten Welt unter widerlichsten Bedingungen. Und der ganze Dreck geht ins Grundwasser bei denen. Das ist dann alles nur für das gute aber Gefühl. Das will man doch gar nicht hören, wenn man so ein Lastenfahrrad das ist für das gute Gefühl. Man kauft sich dann den Ablassbrief in Form von so einem Fahrrad mit Akku. Vielleicht, ich kann mir auch gut vorstellen, der Zuschauer denkt sich wahrscheinlich, Mensch, das sind doch alles richtige und wichtige Themen. Wieso fährt denn die AfD in NRW nicht gleich 15% ein, wie vielleicht im Schnitt im Ruhrgebiet hier und da? Das ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Punkt, den wir vielleicht auch an der Stelle ein bisschen durchleuchten müssen. Ich denke, wir müssen für uns auch als AfD in NRW realisieren, unsere Zeit wird noch kommen. Am Ende des Tages, und Carlo hat das ja gerade schon sehr deutlich beschrieben, wen wir eigentlich als Wähler mobilisieren können, und das sind ja auch Stammwähler, die wird der politische Feind uns nicht mehr abjagen können, das können die vergessen. Aber die Zeit spielt für uns, sie spielt uns völlig in die Hände, weil die Entwicklung dahin geht, dass immer mehr Menschen auch aufwachen werden. Das wird vielleicht jetzt nicht zur nächsten Wahl im Kern passieren, aber wir sind noch jung. Also noch sind es ja 4 Wochen. Noch sind es ja 4 Wochen, ich weiß nicht, ob wir da vielleicht ein zweistelliges Ergebnis einfach, das wage ich durchaus zu bezweifeln. Aber wir sind noch jung und ich bin davon überzeugt, dass wir das definitiv noch miterleben werden, wie sich in NRW auch das Blatt wenden wird. Und bis dahin, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, denke ich, auch unser Anliegen, auch als junge Kandidaten, bis dahin müssen wir ganz viel Arbeit, Zeit und Geld in die Vorfeldarbeit investieren. In eine gute Infrastruktur. Die AfD muss sich gerade auch in NRW ein anderes Image zulegen. Da sind wir gerade auf dem besten Weg. Welches dahin. Image? Mit zum Beispiel Dr. Martin Vinzenz, einem jungen, dynamischen Arzt. Das ist für uns ein unglaublich vorzeigbarer Kandidat. Übrigens auch ein guter Kandidat für weibliche Wählerinnen, à la Christian Lindner. Ja, du lachst jetzt wahrscheinlich. Denk dann, dass du verheiratet bist. Ne? Nein, aber das ist wichtig. Also als Politologin darf ich das wohl hier an der Stelle sagen. Das ist wichtig. Das ist Image. Carlo Clemens, Zachi auch, wenn er vielleicht wie 45 wirkt, auf Twitter. Nein, Quatsch. Das ist wichtig. Du kannst es ja sagen, als Frau zu Mann sagen, ist es sehr okay. Ich krieg gleich wahrscheinlich andersherum auch noch einen ausgeteilt. Nein, aber ich denke, bis dahin müssen wir die Zeit wertvoll nutzen und da sehe ich uns auch in der Pflicht als junge Kandidaten, da klug vorzugehen und die Partei wetterfest vorzubereiten, auch für die Zukunft, wenn sich vielleicht das Blatt auch tatsächlich dreht. Und ich sage es euch jetzt schon mal, die Wende wird kommen und die wird im Ruhrgebiet kommen. Das verspreche ich euch. Die politische Wende im Ruhrgebiet. Zachi, du kannst noch erwidern, dass das sie gesagt hat. Er muss das jetzt erwidern. Wer bin ich, einer Frau zu widersprechen? Wer bin ich, einer Frau zu widersprechen, die das mit solcher Werbe vorträgt? Wir sind jetzt schon ganz schön weit in die verschiedenen Materien reingegangen. Zur letzten Landtagswahl hatte die AfD ein Ergebnis von 7,3%, 7,4. Also A, was denkt ihr, wie es diesmal wird? Und B, wollt ihr es schaffen, da auf den letzten Metern jetzt, also auf den nächsten 4 Wochen, das Ergebnis vielleicht sogar noch zu steigern? Ja, also halten müssen wir es auf jeden Fall. Wir müssen jetzt nochmal kräftig reinhauen. Infostände, Großveranstaltungen stehen ja noch einige an. Die JA wird in Dortmund eine große Kundgebung mit Musik auch machen. Ein bisschen netter als nur dieses miesepetrige Gepöbel, ehrlich gesagt. Manchmal nervt mich das. Aber man muss halt den Zorn auch mal kanalisieren. Und am besten kanalisiert man ihn in eine freundliche Veranstaltung, in eine lustige, wo Leute auch gerne hinkommen. Und ich denke, das, was Angie auch angesprochen hat, mal der Partei ein anderes Gesicht geben, freundliches Gesicht, mal lachen können, junge, ein sympathische Kandidaten aufstehen, ich denke, da sind wir auf einem guten Weg und jetzt beginnt dann erst die Kernarbeit. Also wir setzen in diesem Wahlkampf so viel wie noch nie in unserer 9-jährigen Geschichte, setzen wir Mittel in Online-Werbung um. Also wirklich zielgruppenorientiert. Also auf Social Media, Facebook, Instagram. Facebook, Instagram vor allem. Buttern wir da Geld rein. Wir haben jetzt nach dieser Wahl erstmal dann keine Wahl. Wir hatten jetzt in NRW wirklich einen Marathon, 2020 Kommunalwahl, 21 Bundestagswahl, jetzt 22 Landtagswahl. Jetzt haben wir erstmal ein paar Jahre Ruhe und das Geld muss jetzt ausgegeben werden. Also das Geld in den Kreisverbänden, das muss jetzt raus
Und wir buttern das sehr stark in Online-Werbung tatsächlich. Plakate werden immer noch hin und wieder zerstört, aber die Online-Werbung, da können wir unsere Wähler wirklich, wie gesagt, zielgruppenorientiert erreichen. Und da machen wir unser Ding dann online. Vielleicht noch ein Punkt an der Stelle, was ich jetzt so empfinde, in diesem Wahlkampf auch sehr gewinnbringend. Wir kriegen sehr viele Anfragen zu Wahlprüfsteinen von verschiedenen Vereinen und nicht eine einzige Anfrage bleibt unbeantwortet. Und ich muss sagen, das rechne ich uns allen hoch an. Da ist jetzt endlich mal diese fundierte Basis, wonach man dann wirklich auch diese Infrastruktur auch auf diese zurückgreifen kann und man kann alle verschiedenen Nischenthemen, da wurden auch zum Beispiel auch ein Verband der, ich weiß gar nicht, wie nannten sie sich, irgendwie Bibliothekswerkstatt oder sonst was, ich weiß gar nicht, noch nie gehört, auch sehr interessante Fragen, hat mich persönlich auch sehr überrascht, aber jede einzelne Anfrage wird seriös beantwortet und das rechne ich unserem Landesverband hoch an und ich denke, das erfreut uns auch, uns alle drei, weil wir da tatsächlich auch maßgeblich betroffen sind. Podiumsdiskussion, wir werden eingeladen. Die ein oder andere Podiumsdiskussion, da gab es vielleicht mal ein bisschen Widerstand, aber auch das haben wir klug gelöst. Wichtig ist, wir sind vor Ort, wir stellen uns den Schülern, wir zeigen uns. Ist ja auch die nächste Generation, also gerade richtig, mit dem, was du von richtig, hast. Richtig. Also wir haben das auch verantwortungsbewusst wahrgenommen, jede mögliche Podiumsdiskussion. Also Carlo hatte mich auch leider Gottes sehr kurzfristig manchmal am Telefon, Carlo, bitte, das musst du jetzt machen. Aber wir lassen das nicht aus und wir haben auch viele Presseanfragen und auch da, jede ist einzelne das, Presseanfrage. Worden als im Vergleich zur letzten Landtagswahl? Oder also ich würde sagen, das, was ich gehört habe, ich habe das die letzte Wahl so nicht mitbekommen, aber wenn ich das vergleichen darf von dem, was ich gehört habe, ja, es ist mehr geworden und unsere Reaktionen sind entsprechend professioneller, weil wir jetzt auch eine Breite haben. Wenn du dir unsere Liste anschaust, auch was die aussichtsreichen Plätze angeht, wir haben wirklich für jedes Thema einen Kandidaten, als hätten wir das ganz bewusst so gewählt. Wir haben es tatsächlich gar nicht so bewusst gewählt, aber es passt so perfekt. Jeder Listenkandidat bringt ein anderes Thema mit, also haben wir da die entsprechende Vielfalt, die wir abrufen können. Also wir haben vor allem eine sehr junge Landesliste, ja? Also auf den ersten 12 Plätzen, glaube ich, 4 oder 5 J-Ahler oder Ex-J-Ahler, drei davon heute hier. Also das Vorurteil in der AfD, nur alte weiße Männer, das trifft zumindest auf NRW nicht zu. Und ich glaube auch, dass konservatives Potenzial in der Jugend da ist. Also im Osten, ihr habt es ja jetzt schon, in Sachsen ist ja, glaube ich, bei den U18-Wahlen die AfD auf dem ersten Platz gelandet. Da sind wir im Westen noch weit entfernt. Also danke auch an alle sächsischen Jungwähler an der Stelle. Ja, da sind wir noch weit entfernt. Bei uns ist die FDP und die Grünen ziemlich angesagt. Aber gerade auch die Tatsache, dass die FDP bei den jungen Wählern so stark ist, gibt mir zumindest Hoffnung, auch wenn ich nicht glücklich bin, dass die FDP wählen, aber dass es ein gewisses nicht-linkes Potenzial gibt. Dass es nicht nur diese Fridays for Future Kids gibt, die, und das ist ja auch empirisch belegt, Shell, Jugendstudie etc., dass die in der Regel aus sehr bildungsnahen, urbanen Akademikerhaushalten kommen, ja, Wohlhabende. Es gibt auch ein gewisses Potenzial bei jungen Leuten, die nicht links sein wollen. Die Shell-Jugendstudien, ich habe sie eben genannt, belegen das auch, dass zum Beispiel Werte wie Familie, Werte wie beruflicher Aufstieg, also auch solche Werte, die man jetzt eher konservativ verortet, bei Jugendlichen einen sehr hohen Stand haben. Und da müssen wir anknüpfen. Und da bin ich auch bei Angie, wenn sie sagt, wir jungen Kandidaten jetzt auch vielleicht digital medienaffiner sind, haben jetzt die Möglichkeit, auch einen neuen Stil zu prägen für die AfD und quasi etwas an unserem Image zu arbeiten. Und das sehe ich auch als persönlichen Auftrag an. Ist ja eine gute Möglichkeit, gerade ihr drei als junge Kandidaten das zu machen. Die Sendung neigt sich schon dem Ende zu und ich würde jeden von euch gern nochmal bitten, in kurz 10 Sekunden, 1, 2 Sätzen den Zuschauern auch einen Grund zu geben, AfD zu wählen. Also warum sollte ich als AfD-Wähler oder als Wähler aus Nordrhein-Westfalen, der sich die Sendung gerade anschaut, AfD wählen im Mai 2022? Ja, wenn man seine Heimat liebt und unterhalten will, da kann man nur AfD wählen. Was anderes fällt mir da nicht ein. Das ist der einzige Grund. Okay, kurz und knapp. Angie? Die Islamisierung ist das größte Problem, was uns jetzt auch in den nächsten Jahren begegnen wird. Und jeder, der jetzt heute die Augen verschließt, braucht sich morgen dann nicht mehr über schwindende Frauenrechte zu beklagen. Also ganz klar, deshalb heute AfD wählen, damit das nicht unsere Zukunft wird. Also die AfD ist für mich die
authentische Heimatpartei und die authentische Freiheitspartei. Das hat man jetzt nicht zuletzt an der Impfpflichtdebatte gesehen, wo wir mit dazu beigetragen haben, dass wir im Bundestag das endlich mal von der Bühne bekommen. Die AfD ist die Partei, die sich für den Mittelstand und für die Kleinunternehmer einsetzt. Wir setzen uns für umfassende Steuersenkungen ein, für bezahlbare Energie, für bezahlbares Wohnen, für eine gute Bildungspolitik, die auf Leistung setzt, aber auch auf Differenzierung. Und wer auf Heimat steht und wer auf Freiheit steht, der sollte am 15. Mai AfD wählen. Ja, besser könnte man es eigentlich gar nicht zusammenfassen. Ich danke euch, dass ihr da wart. Auch wenn ihr alle natürlich jetzt einen vollen Terminkalender habt, wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg bei der Wahl, dass ihr ein gutes Ergebnis für die AfD holt. Und möchte mich natürlich auch bei Ihnen fürs Zuschauen bedanken. Falls Sie im Nachhinein noch Fragen haben, können Sie es gerne mit drunter kommentieren oder Kontakt zu den jeweiligen drei Kandidaten aufnehmen. Angie hat ja schon gesagt, dass jede Anfrage dann beantwortet wird. Danke fürs Zuschauen. Und nicht vergessen, am 15. Mai AfD wählen.